Du willst wissen, was die 5 häufigsten Fehler beim Zanderangeln für Einsteiger sind? Dann sollst du dir dieses Video unbedingt anschauen. Hi Leute, Hubertus hier von Fishing King. Ich stehe heute hier zusammen mit dem Jörg Strelow an der Süderelbe in der Nähe von Hamburg oder direkt in Hamburg eigentlich, ne? 5 Kilometer von der City entfernt. Mittendrin, genau. Bei der aktuellen Staulage fährst du ein bisschen länger, aber das sind so 5 Kilometer bis in die Innenstadt. Und unser Ziel ist es heute hier, ja, den einen oder anderen Zander zu verhaften. Ja. Und im Kern wollen wir euch ja, die 5 häufigsten Fehler und vor allem dazu die passenden Lösungen, wie ihr die nicht macht, mitgeben. Und es wird als Bonus auch noch was Cooles geben, das interessiert auch sehr viele. Was hat der Jörg eigentlich so in seiner Tasche mit drin? Also was hat Jörg dabei, wenn er zum Zahnarzt geht? Ganz genau. Kurz zu Jörg, für diejenigen von euch, die den noch nicht kennen. Also ich glaube, die meisten werden ihn kennen, weil Jörg ist eine Zander-Koryphäe im Zanderangeln. Ich würde sagen, der bekannteste Zanderangler in Deutschland. Ich mache es halt schon sehr lange. Genau, ja, seit 1990 also, ne, bist du für einen Blinker als Redakteur und Autor tätig gewesen. 1993 habe ich da angefangen und 1995 im Rahmen der Blinker-Arbeit auch schon die ersten Guiding-Touren gemacht. Ja, und das sind doch jetzt in der Addition schon 25 Jahre. Und damals waren halt noch nicht so wahnsinnig viele Zanderangler am Start und da begründet sich auch ein bisschen der Ruf drauf. Ja. Heute haben wir natürlich eine bunte Szene mit super tollen Leuten, mit vielen Zanderanglern, die es echt drauf haben. Ja, und ich bin so ein bisschen der Dienstälteste, wenn man das mal so bezeichnen darf. So würde ich es auch sagen, weil ich kenne von dir, du hast Bücher zum Thema Zanderangeln geschrieben. Ich kenne deine Köder, ich kenne deine Ausrüstung, die du entwickelt hast. Für andere Firmen jetzt auch mit eigenen Firmen, eigene neue Köder. Gehen wir später mal drauf ein, Thema Köderführung etc. Ja. Und das Schöne ist, dass der Jörg zusätzlich auch noch Fishing King University Videodezent ist. Das heißt, wir haben letztes Jahr gemeinsam einen Online-Kurs zum Zanderangeln produziert, wo der Jörg all sein Wissen reingepackt hat aus den 25 Jahren Guiding. Infos dazu hier in der Infobox. Schaut da gerne mal rein. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal auf die 5 häufigsten Fehler ein. Und wir wollen jetzt erstmal aber mal einen Zander fangen, oder? Oder ein Köder muss nass werden. Wir haben gute Verhältnisse. Die Tide läuft ab jetzt hier bei uns und das sollte schon was gehen. Ein paar Fische haben ja auch schon geraubt werden. Ja, da vorne ist gerade auch wieder einer gesprungen. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Das sollten wir mal schauen, dass wir zur Tat schreiten. Wir sind beide heiß und das müssen wir jetzt erstmal ausnutzen. Genau. Und dann sehen wir uns gleich am Wasser wieder. Heute ist auch der Christian mit dabei. Christian ist schon am Fischen. Der hat nämlich schon ein paar schöne Rapfen gesehen. Und der Christian ist Guide beim Jörg. Das heißt, er gehört mit zum Guiding-Team. Werdet ihr nachher vielleicht auch mal kurz kennenlernen. Ja. Recht deutlich zu erkennen, das ist eine kleine Kammschuppe und das zeigt jetzt doch recht eindrucksvoll, dass sie da sind. Ne? Und so wollen wir sie natürlich nicht fangen, insofern Glück gehabt, dass er nicht hängt. Wir sollen da richtig drauf beißen. Ne? Ja, am besten ist natürlich, einen untermaßigen Fisch immer ohne Stinger zu beangeln. Ne? Das ist ja eine Sache, von der ich schon lange rede, weil wäre da ein Stinger dran, würde der jetzt im hinteren Bereich hängen, ne? Also der sogenannte Zusatzdrilling, Hubertus. Und hier können wir wunderbar den Haupthaken lösen, völlig komplikationslos. Und können diesem kleinen Fisch die Freiheit wieder schenken. Immer warten, bis er Körperspannung aufbaut, aus der Hand rausschwimmt. Und den nächsten fangen, ne? In der Hoffnung, dass er größer ist. Dankeschön, Hubertus. So, und kleiner ist auch ein großer, ne? So langsam ist der Angeldruck schon mal ein bisschen weg. 2 Fische schon mal gelandet und eine schöne Schuppe. Ne? Genau, Hamburger Hafen, ne? Da ist halt die Frequenz oft ganz gut. Ja. Bis zum großen Fisch muss man sich oft ein bisschen Zeit nehmen. Aber wo ist das nicht so, gell? Vielleicht klappt es heute. Hände riechen nach Fisch, Wasserspritzer auf der Poolbrille. Könnte alles schlimmer sein, ne? Ja, der ist jetzt beim Einholen an der Böschung, ne? Ist der draufgegangen. Das ist dann häufig einer der aggressiveren Rapfen, natürlich seine Körperform torpedoförmig gut einsetzt, um zu kämpfen. Trotzdem sollte man auch bei so einem Fisch schauen, dass man ihn möglichst schnell landet. Also bitte immer unterhalb des Kiemendeckels, das halte ich für wichtig, weil die haben sehr weiche Kiemen. Das ist gut, dass du darauf hinweist, Hubertus. Bei den ganzen Karpfenartigen macht man ja direkt die Kiemenbögen kaputt, wenn man da reingeht. Genau, also am besten kräftig unterhalb des Kopfes zugreifen, da ist so eine Mulde hier.
so eine Delle, da kann man auch Brassen sehr gut halten. Und dann führt man den Fisch immer in die Schwimmbewegung ein. Na, also immer festhalten, bis er selbstständig Gas gibt und aus den Händen rausschießt. Geil. Schön. Ja, heute Favorit. 8 Zentimeter, ne? Oder ja. Der hat, das ist jetzt der kleine Ragger, der hat 10 cm, ja. Auch aus unserem Mobi-Sortiment. Heute der Bringer. Wirklich? An, heute, ne? An vielen anderen Tagen fangen wir besser mit etwas größeren Ködern. Heute ist der kleine Ragger mal besser. Das hat Christian im Vorfeld schon rausgefunden. Das ist halt gut, ne? Wenn du ein Team hast von Jungs, die immer am Wasser sind und am Wochenende waren die kleineren, dunklen Köder mal besser. Und da können wir heute dann auch schon von profitieren. So, wir machen jetzt mal einen Stellenwechsel. Wir haben jetzt hier gute 1,5 Stunden gefischt, ne? Und ja. 3 Zander haben wir rausgekriegt. Was, ja. Einen von Christian, 2 vom Jörg und einen schönen Rapfen. Ich würde sagen, das ist schon mal ein cooles Ergebnis, eine 1,5 Stunden. Und dann werden wir jetzt gleich an der neuen Stelle noch ein paar Würfe machen und dann gehen wir auf die 5 häufigsten Fehler ein. Also, packen wir's, ne? Jetzt legen wir mal los mit den 5 häufigsten Fehlern. Fehler Nummer 1, Jörg, Rollenbremse, genau. Falsche Einstellung. Ne? Ja, das ist halt so ein Ding, das einem immer wiederkehrt. Die Leute machen alles richtig bei der Zusammenstellung ihrer Ausrüstung, werden im Fachhandel gut beraten, holen sich die Informationen aus unserem Kurs, ne, kaufen das richtige Zeug, haben dann eine harte Rute, haben eine geflochtene Schnur mit wenig Dehnung und somit die beste Voraussetzung dafür geschaffen, um einen harten Anhieb zu setzen, ja. Damit beim Zander der Haken ins knochige Maul eindringt. Und was machen sie am Wasser? Die Bremse so weich, als würden sie am Forellensee auf Regenbogenforellen fischen. Na, dann ist das ganze System gestört. Weil was bringt mir die härteste Rute und eine geflochtene Schnur, wenn ich die Bremse unterm Strich zu weich einstelle, Hubertus? Was passiert? Es passiert Folgendes, du kriegst einen Biss, du machst alles richtig, hast Geld für die richtige Ausrüstung ausgegeben, fängst aber keinen Fisch, na, weil du kriegst Fehlbisse. Ja, und das ist schon Worst Case. Also wenn der Zander mal richtig aggressiv beißt, dann hängt er auch mal bei einer weichen Bremseneinstellung. Aber die muss hart sein, damit wirklich diese harte Rute, die geflochtene Schnur, ihre Stärke ausspielen kann. Und hart ist nicht das, wenn ich mühelos jetzt hier die Schnur von der Bremse ziehe. Also wir machen ja auch mehr Forellen-Guiding-Touren in unserer Angelschule. Und da ist es halt schon gewünscht, die Bremse weicher einzustellen, weil die Meerforelle ein weiches Maul hat, aber der Zander hat einen dicken Knochen. Und gerade am Oberkiefer, Hubertus, hat er einen Knochen, der ist daumendick, wenn der Zander die richtige Größe hat. Und da muss ein Haken rein und dafür müssen wir die Bremse hart machen. So, was heißt denn hart? Lass uns das mal kurz durchspielen. Christian, als Zander, Spezi. Aber nicht so, sondern so. Genau, einmal mit der Hand halten, Christian, nicht reinbeißen. Und jetzt machen wir einmal für eine kleine Demonstration für euch. Siehst du, jetzt das hier ist eine Bremseinstellung, die zu weich ist. Ja, ich setze einen Anhieb, schaut her und schon gibt meine Bremse schnurfrei. Achtung, Fisch beißt, Anhieb, Bremse gibt schnurfrei. Falsch. In dem Moment kann unser Haken nicht ins Zandermaul eindringen. Was sein muss, ist eine Bremseinstellung, bei der ihr schon richtig ziehen müsst, um die Schnur überhaupt von der Rolle zu bekommen. Hubertus, zieh mal. Ja, ja, da muss man schon ordentlich ziehen. Und dann denk mal, als Einsteiger, das ging mir früher auch immer so, Mensch, das ist doch viel zu hart, da verliere ich den Fisch nachher. Aber ich sag mal, wenn man ja die richtigen Knoten hat, den Albright-Knoten als Beispiel oder anderweitige, die richtigen Materialien, da gehen wir in der University etc. darauf ein, dann hält das ja. Da muss man sich keine Sorgen machen. Du kriegst deinen Fisch halt dann nicht, wenn die Bremse weicher eingestellt ist. Das ist das Besondere. Und wenn ihr jetzt mal auf die Rudenspitze schaut, wenn du mit der Kamera mal drauf gehst, wenn ich jetzt mal einen Anhieb setze, gut festhalten, Christian, sonst hast du ein Piercing. Achtung, seht ihr, jetzt steht die Rute. Achtung, nochmal. So, und es kommt keine Bremse. Die kommt erst jetzt. Na, guck mal, wann kommt sie denn? Jetzt. Ha? Spät hinten raus. Super. Das war Fehler Nummer 1 und ja, das Learning Nummer 1, die Bremse ordentlich zumachen, sodass, genau, wenn die Rute ordentlich durchkommt,
abgekrümmt ist, dass dann erst die Bremse anfängt zu arbeiten. Absolut. Fehler Nummer zwei ist das Thema Schnur. Ne? Wenn wir schon mal bei der Bremseinstellung sind, die falsche Schnur zu wählen. Das passiert so ja, kompletten Einsteigern beim Zanderangeln häufig, erleben wir immer wieder, du ja auch, ne? Wenn die eigene Ausrüstung mitbringen. Ja, wir gestatten ja den Leuten gerne auch bei den Guidings ihr eigenes Gerät zu fischen, um damit Erfahrungen zu sammeln. Macht ja auch Sinn, ne? Wenn ich eine Guiding-Tour mache, dass ich mich an das Gerät gewöhne. Aber bei manchen Kriterien schreiben Christian, Marcel und ich ein. Ne? Und dann sagen wir, nehmt bitte die Leihrute, weil es passt ein wichtiges Detail nicht. Und Routen, Rollen, das passt. Also da sind die Leute inzwischen mit einem allgemeinen Wissen ausgestattet, dass sie da das Richtige mitbringen. Was aber ganz oft nicht passt, ist die Schnur. Die ist entweder zu dünn, also wir verwenden ausschließlich geflochtene Schnüre, weil die keine Dehnung haben. Und dann kommen halt schon manche Leute an die Elbe mit vielen Steinen, mit teilweise sehr kapitalen Fischen, mit einer 8er oder 6er Geflechtsschnur. Das ist zu dünn. Dann habe ich, wenn ich meinen Verbindungsknoten zum Fluorocarbon herstelle, eine Tragkraft, die einfach zu niedrig ist, um bei Schockbelastung, beim Anhieb, den Knoten zu halten. Ja. Was ist da so deine Empfehlung? Also wir verwenden jetzt hier eine mindestens 10er. Besser eine 13er, 15er. Ja, das sind so die Stärken. 12 Kilogramm Tragkraft. Genau, ne, da bist du auf der sicheren Seite. Ja, so 14 Kilo hat die, das ist das Richtige. Der Hauptfehler ist ja dann auch die Farbe, ne? Dass sich die Leute eine falsche Schnurfarbe holen. Das können wir jetzt mal am Wasser, würde ich sagen, mal zeigen, warum das so wichtig ist. Na, ich habe ja von meinem Opa auch noch gelernt, ne? Immer so unauffällig wie möglich fischen. Deshalb haben wir eigentlich jetzt bei dieser Zandermontage zwei verschiedene Schnüre. Eine unsichtbare oder kaum sichtbare, das Fluorocarbon als Vorfach, und eine sehr gut sichtbare, aus der best sichtbaren Farbe, die man überhaupt nehmen kann, leuchtendes Gelb, die wir als Bissanzeiger benutzen. Und wie das geht, schauen wir uns am Wasser jetzt mal kurz an. Jetzt will ich den mal kurz hier auswerfen mit einem Unterhandwurf, damit ihr einfach seht, worauf es jetzt bei dieser gefärbten Schnur ankommt. Die Frage ist ja, warum müssen wir die gelbe Schnur überhaupt sehen? Hubertus, das ist zum einen, weil Bisserkennung. Wir die Bisse sehen wollen, genau, aber weil wir halt auch die Rückmeldung bekommen wollen, wann der Köder am Grund ist. Ganz genau. Und das haben wir über die gelbe Schnur und den kleinen Schnurbogen jetzt bei dem Wind ganz plakativ. Schaut her. Na, jetzt setzt er auf, jetzt entspannt sich die Schnur. Jetzt setzt er auf, jetzt entspannt sich die Schnur. Tock. Sieht man immer. Dann habt ihr natürlich dann irgendwann so euer Muster, ne? Braucht so 1-2 Sekunden, bis er unten ist. Und wenn auf dem Weg nach unten dazwischen es irgendwie zuckt, ruckt, ihr das Gefühl habt, da ist ein dicker Regentropfen in die Schnur gefallen, obwohl schönster Sonnenschein ist, dann immer gleich hoch, kompromisslos anschlagen. Lieber 5-mal zu viel anschlagen, als einmal zu wenig. Genau. Ein Tipp ist auch noch, das fällt mir jetzt wieder ganz stark auf, wenn ich die Polbrille ausziehe, habe ich Schwierigkeiten, die Schnur zu erkennen. Genau. Und jetzt ist es viel, viel besser, was die Schnurerkennung angeht. Jetzt sehe ich den Schnurbogen, zack, wie er am Grund ankommt. Also Polbrille mitnehmen. Das hilft auch nochmal enorm. Also gerade wenn die Sonne jetzt im falschen Winkel steht. Fehler Nummer drei, den erleben wir vor allem auch in Köln oder den erlebst du ja hier auch in der Elbe sehr, sehr viel. Überall da, wo wir Steinpackungen haben, ist das größte Ärgernis, wenn einem 10 oder 15 Mal am Tag der Gummiköder abreißt, weil man den in die Steinpackung reinzieht. Das sag ich dir. Der Fachhandel freut sich. Aber ganz genau, aber die Angler eben nicht. Und das frustet natürlich enorm. Aber jetzt würde ich sagen, wie passiert es überhaupt und wie können wir es vermeiden? Richtig. Und dann können wir darauf eingehen, wie können wir ihn im schlimmsten Fall lösen. Ne? Wir können genau jetzt, so ist das. Also was ist der Hauptgrund deiner Meinung nach, warum das passiert? Der Hauptgrund, lieber Hubertus, ist der, dass wir uns jetzt über das letzte Wochenende unterhalten. Na, ich jetzt mit dir im Dialog bin, wir reden und reden und reden und ich derweil gar nicht wirklich konzentriert bin. Na, was mache ich da jetzt? Guck mal, mein Köder ist jetzt schon ziemlich nah an der Böschung. Du erzählst mir jetzt gerade, wie schön das auf der Party letzten Samstag war. Na, ich höre aufmerksam zu. Ja, und zieh den Köder flach in die Steine rein. Na, und das ist das Verkehrteste, was man machen kann. Wenn du einmal mit der Kamera vielleicht nach unten gehst, schau mal her. Na, siehst du, dass ich jetzt schon auf den Steinen bin, die Rute ist noch flach und somit ziehe ich den Köder natürlich mit flacher Rute in das schroffe Gestein rein und erwische über kurz oder lang eine Ritze. Aber je nach Wasserstand haben wir hier nochmal 2-3 Meter oder mehr, wo die Steinpackung so noch reingeht ins Wasser. Genau. Das heißt also, Tipp Nummer 1 ist Aufmerksamkeit. Aufmerksam sein. Dass man nicht zu lange den Köder hier so flach reinzieht, sondern dann Rute hoch, richtig? Genau. Man muss als Angler jetzt nicht zum Lachen in den Keller gehen oder halt nicht kommunikativ sein, aber man muss schon
mit dem Blick auf der Schnur sein und einfach schauen, dass man das macht, was ich euch jetzt zeige. Jetzt rede ich auch mit Hubertus über das letzte Wochenende, aber bin mit meinen Augen nach vorne gerichtet. Hab jetzt ein gutes Gefühl dafür, wann ich mit meinem Köder da bin, wo es hier kritisch wird, wo die Steinböschung beginnt, und gehe rechtzeitig, bevor das der Fall ist, mit der Rutenspitze hoch und führe den Köder jetzt mit steiler Rute, aber nach wie vor mit der Faulenzer-Methode, also ohne mit der Rute zu zupfen, nur mit der Rolle zu arbeiten, auf die Steine drauf. Rute steil und der Köder sinkt an steiler Rute aufs Gestein und somit kann ich keinen Hänger bekommen. Genau. Weil einfach durch das senkrechte Aufsetzen des Köders viel weniger Hänger passieren, als wenn ich ihn flach in die Steine reinziehe. Also rechtzeitig mit der Rute auf 11 oder 12 Uhr gehen und den Köder dann mit der steilen Rute ranfischen. Schon noch ausfischen, weil da kommen ja auch häufig noch mal Bisse. Definitiv. Also nicht nur schon schnell reinkurbeln, einfach hoch. Also auch wenn du ihn nicht mehr absinken lässt auf dem letzten Meter, lass ihn im Wasser und führ ihn, bis du ihn siehst im Wasser. Ja. Und das führt ja noch zu einem weiteren Fehler, den man hier vermeiden kann, nämlich die Rutenlänge. Häufig erlebt man auch Angler, die hier mit einer 1,60 Meter oder 1,40 Meter Rute am Ufer stehen. Und deswegen fischen wir ja auch 2,70 Meter Ruten. Ne? Genau. Die könnten sogar noch länger sein, also von dem her, dass man weniger Hänger bekommt. Meinetwegen 6 Meter lang. Das Problem ist nur, die werden extrem kopflastig dann natürlich. Und du kriegst mehr Hänger, weil sie einfach zu schwammig sind und dir nicht schnell genug zurückmelden, dass der Köder unten die Steine berührt. Genau, deswegen Optimum, ja? Hat sich ausgestellt, 2,70, ne? Genau. Hart genug. Ja. Manchmal bekommt man natürlich auch Hänger im Holz. Ja, da kannst du übrigens machen, was du willst. Da helfen die ganzen Trick nichts. Aber da gibt es noch einen Trick, ja, wie man seine Rolle nicht schrottet. Ne? Den sollten wir vielleicht auch mal zeigen. Jetzt noch kurz, der hängt jetzt im Baum drin. Wie gehst du vor? Soll ich es dir zeigen kurz? Ja, bitte, mach mal. Pass auf, dann kannst du einmal die bitte nehmen. Also, nicht zu lösen. Ne? Wir haben alle Register gezogen. Was tun? Zwei Möglichkeiten. Entweder wieder die, die unterm Strich auf die Lösung bringt. Das geht. Aber wenn wir jetzt wirklich abreißen müssen, machen halt viele nach wie vor den Fehler, ich beobachte das ja oft am Wasser, dass jetzt erstmal die Bremse so richtig schön bis hinten hin zugekeilt wird. Und dann, es ist ja deine Rolle, Hubertus, ja, genau, ich will es trotzdem nur andeuten, einmal mit Karacho nach hinten 3-4 Mal gerissen wird, dass es nur so kracht. Dann reißt man die Schnur ab. Aber was macht man noch? Man belastet sein Rollengetriebe auf diese kurze Distanz und den starken Druck über Gebühr stark. Das bedeutet, da kann durchaus ein Ritzel schon beschädigt werden und man haut sich das Schnurlaufröllchen kaputt. Genau, weil das ist ja meistens nicht ganz so stabil wie bei einer Multirolle. Na, das ist insofern eine Geschichte, die also hart auf die Rolle geht. Ja. Und gerade wenn wir die Faulenzer-Methode praktizieren, da ist unsere Rolle ja eh schon in Arbeit, weil wir immer von 0 auf 100 wieder hart andrehen, dann die Bisse auch beim Drehen bekommen. Das heißt, die Rolle wird eh schon stark beansprucht. Und wenn wir dann noch 5, 6, 7 Mal so unseren Hänger lösen, dann ist das gute Stück bald kaputt, glaubt's mir. Mhm. Ja, also besser die Bremse so lassen, wie wir sie gewissenhaft eingestellt haben. Habt ihr ja im zweiten Tipp schon gesehen. Oder es war sogar der erste, glaube ich, gell, Hubertus? Mhm. So, und jetzt Schnurlaufröllchen entlasten, Rolle blockieren und rückwärts gehen. Zack. Ja? Also wichtig ist, dass ihr die Rolle blockiert, um quasi den Effekt der zugezogenen Bremse zu erzielen, indem ihr hier Daumen, 2 Finger auf die Spule legt. Dann das Schnurlaufröllchen entlastet, indem er hier 4 oder 3 Finger auflegt und rückwärts geht. Ja, dann reißt die Schnur genauso und ihr habt eure Rolle nicht kaputt gemacht. Aber auch da kann man mit einem weiteren Trick nochmal Erfolg haben, indem man hergeht, einen langen Arm macht, die Schnur spannt. Jetzt richtig schön mit 3 Fingern eurer Rutenhand, also in meinem Fall, ich bin Rechtshänder, der rechten Hand, in die Schnur greift, den Bügel öffnet, die Rollentrommel blockiert, ein Stück zurückgeht und unter Spannung die Schnur rausschießen lassen. Wenn ihr jetzt mal hinschaut, seht ihr genau, wie sich die Schnur wie so ein Sauschwanz vorne kringelt. Achtung! Reingreifen, Bügel öffnen, Rolle blockieren, ganz wichtig ansonsten. Ach, guck mal, ich hab ihn sogar. Ja, ehrlich, hat doch funktioniert. Perfekt. Ich wollte jetzt gerade nur mal schießen lassen, da war er schon raus und der war wirklich böse, der Hänger. Und wenn es ganz extrem ist und wir richtig dickes Material haben, da hilft zur Not einfach noch, da muss man einen Stock nehmen, einwickeln in die Schnur. Ne? Dann ziehst du einfach über den Stock nach hinten, das geht auch. Super. Muss man aber bedenken, dass man an der Stelle, wo man den Stock verwendet, auch die Schnur wieder kontrolliert, weil da kriegst du doch schnell mal eine Macke weg. Genau, deswegen ist das immer vorteilhafter, sagen wir mal. So ist zwar nicht so fein fürs Schnurröllchen, aber... Also Rolle entlasten, ne, damit ihr dieses Präzisionsgerät
nicht kaputt macht. Und glaubt mir, das passiert dann auch bei sehr teuren Rollen, dass ihr die kaputt macht. Fehler Nummer 4. Was ist das, Jörg? Was passiert da immer wieder bei deinen Guiding-Gästen? Die Faulenzer-Methode war durchschlagend erfolgreich, um Zander zu fangen. Das Besondere an der Faulenzer-Methode ist, dass wir den Köder sehr defensiv führen. Dass wir also eine passive Köderführung praktizieren, die aber von vielen wieder dadurch zunichte gemacht wird, dass sie zu viele Rollenschläge machen, zu schnell arbeiten. Oder eine viel zu hohe Übersetzung haben, eine Rolle, die viel zu ja, viel nur einkurbelt, aber da können wir jetzt mal... Damit kann man noch arbeiten, Hubertus, indem man halt einfach bei einer hochübersetzten Rolle nur einen halben statt einem ganzen Kurbelschlag macht, das geht noch. Na, aber wenn man mit hoher oder niedriger Rollenübersetzung 3-4 schnelle Schläge macht, na, und dann vielleicht gar nicht mal dafür sorgt, dass der Köder dann wieder zum Grund absinkt und wieder dreht, na, dann seid ihr zu schnell. Und dann fischt ihr am Zander vorbei, vor allem dann, wenn ihr keinen Grundkontakt habt. Das Geheimnis zum Erfolg ist es, Geduld zu haben, langsam zu fischen, nämlich so. Ja. Macht öfter mal nur einen Rollenschlag oder einen halben, anstatt 5. Na? Was sagst du, ist so die optimale Absinkgeschwindigkeit? Man kann ja, nachdem man angekurbelt hat, das kann man ja zählen, 21, 22, 23, was sagst du, 2 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden, was ist so deine für den Sommer und Herbst? Also wir sollten unsere Gewichte, damit können wir es ja beeinflussen, immer so wählen, dass wir so eine satte Sekunde Absinkphase mindestens haben. Manchmal ist es aber auch gut, wenn du eine ganz, ganz kurze Absinkphase hast und einen hohen Klopfreiz am Grund. Mhm. Na, aber eine Sekunde als Richtwert würde ich euch gerne mit auf den Weg geben. So die Faustformel, die eigentlich fast immer funktioniert. Genau, ja. 21 unten muss er sein. Also, Leute, nicht zu schnelle Kurbelumdrehung und nicht zu wild immer weiter rumkurbeln. Hey, Christian Hammerhahn, oben guter, Küche. So, da hat der Guide von Jörg, der Christian, auch wieder einen schönen Fisch, geil. Schau dir das an. Last but not least, der 5. und letzte Tipp. Nämlich die Bisserkennung, beziehungsweise die Handstellung, die immer wieder falsch gemacht wird, hast du erzählt. Ne? Richtig, da geht es schon beim Wurf los, Hubertus. Also eine sehr gute Haltung der Rute, um später auch in die richtige Position beim Fischen zu kommen, ist die, dass man den kleinen Finger hinter den Rollenfuß nimmt. Wenn man eine richtig robuste Arbeiterhand hat, ne, vielleicht auch mal hier noch den Ringfinger dahinter, wenn ihr starke Finger habt, damit ihr vorne gut ans Schnurlaufröllchen rankommt. Das ist halt entscheidend. Wenn ich hier den Ringfinger noch nach vorne nehme, habe ich hier eine super Position, um mit meinem Zeigefinger das Schnurlaufröllchen oben in der Position die Schnur zu greifen. Aber zeig doch mal, wie die Anfänger das jetzt hin und wieder machen bei dir, weil das finde ich relativ lustig. Also viele Einsteiger machen es tatsächlich so. Hubertus, vielleicht kannst du mir da zurückmelden, woran das liegt. Lernt man das so? Ich frage mich das oft. Also bei uns im Online-Kurs zum Angelschein haben wir die 3 wichtigsten Grundarten drin. Da lernt man es nicht so, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass in der einen oder anderen Kurs das einfach nicht vermittelt wird. Pass auf, was ich oft sehe. Das Festdrücken der Schnur hier an der Rute, dann das Öffnen des Bügels. So, jetzt schaut mal her. Jetzt habe ich hier die Sensorik und unsere Fingerkuppen haben eine Riesensensorik. Da spürt ihr richtig viel mit. Jetzt haben wir hier die Sensorik unserer Fingerkuppe blockiert, indem wir die Schnur mit Krampf da festdrücken. Es ist viel besser und ihr könnt eure Würfe viel besser aussteuern, wenn ihr mit dem Finger nur in die Schnur greift, den Bügel öffnet und jetzt beim Wurf mit dem losen Finger euren Wurf aussteuert. Dann spürt ihr viel besser, wann der Köder nach vorne weg will und wann der Druckpunkt auf dem Finger stark ist. Ihr habt jetzt zusätzlich gesehen, Hubertus, dass ich diesen Finger, mit dem ich die Schnur festgehalten habe, wenn der Köder aufkommt, sofort wieder in die Schnur halte. Das sorgt dafür, dass ich keine Perücken bekomme. Also diese lästigen Vogelnester auf der Rolle, die an tierisch nerven und gerade bei geflochtener Schnur zum Totalverlust führen. Stoppt, damit ihr jetzt, wenn ihr den Bügel schließt, immer die Schnur unter Spannung auflegt. Jetzt habe ich keine lose Schnur auf der Rolle, kann deshalb bei einem Weidenwurf diese lose Schnur nicht nach vorne schießen und keine Perücke bekommen. Also deshalb mit dem Finger wieder stoppen. Genau, also nur noch mal zum Verständnis, die Perücken kommen, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und lockere Schnur aufgewickelt hat und dann bei einem 5., 6. oder 10. Wurf auf einmal Perücke drin. Exakt. Und das haben wir, also das ärgert ja ohne Ende. Und was man, du hast es eben auch schon gezeigt, du hast mal gesagt, hin und wieder siehst du es auch, dass die Rute hier unten gehalten wird, Schnur wird runtergezogen und das dann so geworfen wird. Ne? Also so wird auch gerne geworfen und nach dem Wurf führen die Leute dann die Hand nach vorne. Das heißt, wenn ich ausgeworfen habe, wird die Hand nach vorne geführt. Ja. Dabei ist es wirklich zielführend, wenn sie nach dem Wurf in der Position ist, mit der ich auch fischen will. Genau. Das also, macht Sinn. Nochmal zusammengefasst, idealerweise so mittig packen, dass der Mittelfinger drüber ist, Schnurlaufröllchen hier vorne. So, und die Schnur einfach schön so gepackt wird. Richtig. Wenn du jetzt wirfst, Hubertus, spürst du, wie es an deinem Finger zieht, wenn der Köder nach vorne will. Genau, und hier kann man dann schön abbremsen direkt. Ne? Das ist entscheidend und wir gehen dann, ich will das einmal kurz noch demonstrieren, abschließend zu diesem Tipp.
nach dem Stoppen der Schnur schließen, bleiben jetzt in dieser Position mit unserer Hand beim Fischen. Das heißt, ich habe meinen Zeigefinger, vielleicht auch den Daumen auf dem Griff, um über die Rute eine gute Rückmeldung zu bekommen, wenn der Köder aufsetzt, weil die Rute ist ja mein verlängerter Arm. Und über die Rutenspitze wird das Aufsetzen des Köders in meinen Finger transportiert. Na, insofern muss der Finger dahin und nicht hinter die Rolle. Na, also schön nach vorne. Und gerne mache ich auch eine Schere aus Daumen und Zeigefinger. Das geht auch sehr gut. Und dann fische ich so. Und wenn ich zum nächsten Wurf übergehe, bleibt die Hand in der gleichen Position. Und ich mache meinen nächsten Wurf und fische weiter. Das heißt, ich lege die Rute eigentlich nur zum Pinkeln oder zum Essen wieder aus der Hand. Perfekt. Na? Cool. Also nicht so halten, sondern Finger am Blenk. Dann spürt man wesentlich mehr Bisse und hat mehr Ködergefühl, wenn der Köder am Grund ankommt. Genau. Cool. Super. Das waren so die 5 häufigsten Fehler und entsprechend auch Lösungen und Tipps von Jörg. Das fand ich ziemlich spannend. Schon mal danke dafür, Jörg. Sehr gerne. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wie man auf Zander angelt, wie die einzelnen richtigen Knoten gehen, was die besten Köder sind, die unterschiedlichen Jahreszeiten, da gibt es ja unterschiedliche Strategien. Ne? Das ist ja im Winter ganz anders als im Sommer. Dann schaut euch auf jeden Fall nochmal unter dem Video den Link dazu an. Und jetzt kommen wir zum Bonusteil, weil das finde ich immer sehr, sehr spannend zu sehen, was haben eigentlich so die Angelprofis, ja, wie Jörg Strelow oder andere berühmte Persönlichkeiten, die man vor allem aus den Zeitschriften kennt. Ich muss ja echt sagen, ich habe all deine Artikel früher gelesen, ich habe das Buch von dir da und bin ja mit dir groß geworden, das quasi, was das Angeln angeht. So. Und was ist jetzt in der Tasche? Lass uns mal hingehen. Weil ich finde es spannend, wie organisierst du deinen Tackle und was hast du so dabei? Ich sag mal, die Standardzubehörteile wie Kescher, Zange, Messer etc. lass mal einfach weg. Die sind eh klar, dass die, ne, dabei sind. So Jörg, jetzt wird mal aufgedeckt. Jetzt gucken wir direkt mal rein, was du hier alles Feines drin hast. Jo, im Rucksack haben wir ein paar Köderboxen versteckt. Bin ja auch gern mit Weste unterwegs. Das habe ich in unserem Kurs erklärt. Da habe ich die Weste aufgemacht. Hier ist so ein bisschen das Reservematerial drin, was man gerade bei den längeren Guiding-Touren mit den Leuten braucht. Einmal ein bisschen kleinere Köder. Alle Köder, die ich euch zeige, das muss man jetzt beim Einzelnen thematisieren, sind umweltfreundlich, Magomobi, ohne giftige Weichmacher, die Köpfe ohne Blei. Mhm. Und da habe ich hier einen kleineren, der manchmal perfekt ins Beuteschema passt, so jetzt um diese Jahreszeit, wo viele Kleinfische da sind, um den Räuber selektiv anzusprechen. Dann haben wir hier so 12er, ne? 10 bis 12 cm. Genau, der klassische Kauli, bei uns der Longshad. Immer ein paar No-Action-Shads dabei. Ne? Ja, stark unterschätzt, finde ich nach wie vor. Also sieht man viel zu selten. Der Kauli dominiert sehr stark und der V-Tail, die klassische Stintform, wird weniger oft gefischt. Dabei ist die gerade dann, wenn die Fische satt sind, allererste Wahl. Ne? Und vor allem, wenn man irgendwo Strömung schon ein bisschen hat, reicht die Strömung ja schon aus. Der geht gut auch gegen die Strömung, dann kannst du prima gegen den Strom auch fischen. Also ein ganz toller Köder, keine Frage. So. Was haben wir denn hier noch Feines? Dann haben wir hier was Mittelgroßes. Ne? Genau, das war heute der Bringer, ne? Unser kleiner Raggerschett hier im Dunkel heute vor allem. Fünf schöne Zander heute schon überlistet. So ist es, mit den bleifreien Köpfchen dazu. Die im Übrigen dann auch alle an rostenden Haken gegossen sind. Also rosten deshalb, weil die sich im Gewässer auch auflösen und nicht wie die roten Vanadiumstahlhaken über Jahre drin bleiben. Ne? Auch da muss man weiterdenken. So, und ich finde es halt spannend, du hast halt einfach hier die Gummis drin und ansonsten hier so 5 bis 10 Gramm Köpfe, entsprechend die Größe, wie die Gummis halt auch sind. Wir fischen an der Elbe maximal 20, 21 Gramm. Das heißt, du hast von 5 bis 24 Gramm immer alles dabei. So ist das. Genau, da haben wir ein bisschen größere Exemplare noch, auch alle bleifrei. Was haben wir hier noch? Ja, so die kleinen Helfer, ne? Die nützlichen. Wirbel, also Snaps, auch spannend, die sind alle nämlich mattiert. Das finde ich auch immer besonders gut. Gerade auch bei Hechten oder Rapfen habe ich das Gefühl, wenn man mattierte hat, bringt das mehr, weil das reflektiert halt nicht im Sonnenlicht. Ne? Das kann ein wichtiger Faktor sein. Ne? Ja. Das würde ich mal so unterschreiben. Dann haben wir hier Fluorocarbon, das wir als Vorfach verwenden. Mhm. Kevlar, mit dem wir, und jetzt kommt's, Hubertus, Stinger anknoten, weil ich habe was Neues für euch. Wir verwenden inzwischen, und das haben wir eine ganze Weile wirklich akribisch getestet, bevor wir euch das zeigen. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich gegen Stinger bin, weil die Fische verletzen, gerade im Kiemenbereich. Jetzt haben wir ja Schonhaken. Und mit diesen Schonhaken ohne Widerhaken kann man ganz hervorragend auch einen Fisch, der sensibel gehakt ist, im hinteren Bereich, im Gaumenbereich, in den Kiemen lösen, ohne ihn zu verletzen. Also das ist etwas für die ganzen Jungs und Mädels am Markt, die sagen, Mensch, Stinger muss schon sein, fange ich mehr mit. Wenn ihr das wirklich glaubt, steigt auf so einen Schonhaken um, verletzt ihr keinen Fisch mehr, prima Geschichte.
Dann haben wir hier natürlich Feuerzeuge, ganz wichtig, ne? Damit man dann auch bei unserem Spezialknoten die Schnur veröden kann. Immer ein bisschen Rollenöl. Ja, es kann durchaus sein, dass gerade im Schnurlaufröllchen mal bei den ganzen Partikeln, die im Wasser sind, mal laut wird. Und da hilft am Anfang immer ein Tröpfchen Öl, super, bevor man den armen Händler beim Shimano-Service damit nervt. Und hier, sehr geil, viele Rapfen da. Wir haben heute auch Glück gehabt, einen erwischt. Kleine Wobbler, kleine Schwimmwobbler, die man prima an der Kante vorne, an der Steinkante, an der Strömungskante fischen kann. Super. Mhm. Da gehen Rapfen sehr gerne drauf. So, dann hier auch nochmal schöne Zanderwobbler. Mhm. Genau, zum Teil noch welche handgebaut von meinem guten alten Angelfreund Peter Bietron, ne, der wunderschöne Kunstwerke schon fast zustande gebracht hat, die aber richtig geil laufen. Mhm. Und das sind alles Tiefläufer. Dann haben wir hier auch noch eine. Und die Flachläuferbox. Flachläuferbox, genau. Für abends vor allem, ne? Wenn es dunkel wird, die Zander kommen. Für die Abendstunden rein. In der flachen Buhne oder an der Steinkante. Ja. Na, da ist hier unser Sunny Sin. Eine sehr, sehr gute Waffe. Na, läuft schön langsam, läuft maximal 80, 90 cm tief. Mhm. Und hat schon viele Zander in der Elbe verführt. Ja, und dann haben wir hier nochmal, schau mal, ganz unten, aber trotzdem nicht zu verachten. Eine Box mit kleinen Blinkern, Spinnern. Na, der gute alte Maps taucht da auf. Dann habe ich hier ein paar FZ-Blinker drin, ein Mozzi, schaut, na, richtig schöne Sachen, um wirklich auch mal selektiv auf Barsche zu gehen, die wir in den Seitengewässern der Elbe im Hafen halt auch immer mal wieder haben. Gerade im Winterhalbjahr kriegen wir da schöne Fische. Sehr cool. Jo. So. Jetzt sind wir eigentlich auch schon durch, aber ich finde was ganz Wichtiges, das haben viele Angler vergessen, das immer wieder. Müllbeutel. Einfach hier zwei Rollen hat der Jörg sogar dabei. Ach, sogar drei Rollen. Ja. Also perfekt. Bei einer durchschnittlichen Guiding-Tour haben wir mindestens zwei Säcke voll. Ne? Deshalb nochmal der Appell an euch da draußen. Ich weiß, es sind nicht immer Angler, die ihren Dreck liegen lassen. Aber nehmt es halt mit, wenn es da liegt. Am Sonntag auch zum Schleienfischen unterwegs in Holland. Und da lag halt auch noch Müll von anderen. Den haben wir dann eingesammelt. Weil letzten Endes denken viele immer, es waren Angler. Es waren wahrscheinlich irgendwelche Wildcamper oder sonst dergleichen. Aber egal, wie es war. Nehmt es mit. Genau. Na, tut das, ja nichts. Und dann nächste Mülltonne weg damit. Ihr hinterlasst den Platz so, wie ihr ihn auch vorfinden wollt. Und wenn ihr wiederkommt, liegt der Dreck nicht wieder da. Ja. Ja, cool, das war's schon fast. Du hast hier noch eine Kopflampe mit dabei für die Abendstunden. Genau, ne, die Tage werden kürzer. Wir haben jetzt bald September, da wird es dann abends, wenn es gut beißt, dann auch mal früh dunkel. Und da ist so eine Stirnlampe für den Rückweg meistens ganz gut, eine Powerbank, ne? Weil Handy-Junkies sind wir ja auch alle hier. Das ist manchmal ganz gut, vor allem wenn man noch ein iPhone hat, da ist ja der Akku so schnell leer. Mhm. Top, und das hier ist was Geiles. Wir nehmen ja auch mal Fische zum Verwerten mit. Na, wenn der Fisch versorgt ist, könnt ihr ihn prima an so einen Tragegriff transportieren. Den habe ich mir in Dänemark gekauft. Prima Sache. Die Meerforellenangler haben sowas gerne, wenn sie weit laufen. Ja. Jo, und wo wir bei der Verwertung sind, ne? Also der Spotter-Rucksack ist auch immer noch mit dabei. Wenn man wirklich mal den Plan hat, einen Fisch zu verwerten, und wir machen das tatsächlich öfter, ne, dann sollte man Vorsorge treffen, indem man einmal, wichtig, ein Filetierbrett hat, weil auf den Steinen hier kannst du mit dem Fisch nicht arbeiten. Nee, ja. Also Filetierbrett. Dann ist ein Fischschupper dabei, weil wenn ein Zander zubereitet wird, muss der geschuppt werden. Zander muss auf der Haut gebraten werden. Das ist ein Jammer, wenn du da die Haut abziehst. Ja, okay. Die wird richtig schön kross und knusprig, schmeckt super lecker. Gutes Filetiermesser. Meine Leute, die mich kennen, lachen sich immer kaputt. Das habe ich schon seit über 20 Jahren. Genau das gleiche. Na, das ist so geil, gutes das Teil. Messer, ja. Ist nicht mehr schwarz, ist schon ein paar Mal geschliffen, aber ist sowas von toll. Eine weiche Klinge. Ja. Also so eine mittelharte. Ja. Damit kann ich prima arbeiten. Damit kriege ich den Burschen dann schon mal aus der Decke. Dann habe ich hier noch so ein kleines Kit. Wichtig, ne? Da auch wieder ein Müllsack. Habe ich jetzt auch in dem Rucksack, ist hier auch noch mal drin, damit man die Fischreste bitte mitnimmt. Dann Küchenkrepp, damit man den Fisch, das Filet noch mal ein bisschen abtupfen kann, wenn Blut dran ist, weil wir haben ja kein Wasser jetzt hier. Dann habe ich hier ein bisschen Olivenöl. Gutes Olivenöl, um den Fisch zu braten. Und habe, ne? Bisschen Werbung muss sein, das gute Spicy Fish Barbecue. Ich habe es mir letztens auch mal mitgeholt zum Ausprobieren. Ja, Eugen, wir haben es ja gegessen. Ja. Wir haben damit mal unseren Hecht und Heringe haben wir damit gewürzt. War sehr lecker, also wirklich gut. Findet bei mir jetzt auch mal wieder Verwendung. Ne? Da können wir gerne mal Werbung machen an der Stelle. Brauchst du hier Emailgeschirr. Ne? Das ist das Beste, das lässt sich auch schnell mal im Fluss abwaschen. Und Löffelchen dazu. Und dann kann das richtig losgehen. Und natürlich brauchen wir noch was, wo wir den Fisch drin zubereiten können. Und gerade in dem Jahrhundertsommer dieses Jahr wäre ein Grill die falsche Waffe. Ne? Funkenschlag, bitte, bitte absolute Vorsicht, gerade jetzt, wo alles noch furztrocken ist. Da ist dann so ein kleiner, guter alter Drangia-Kocher
Spiritus-Kocher, das allerbeste. Oben der Deckel ist die Pfanne. Na, dann habt ihr hier euren kleinen Brenner drin und könnt dann ganz hervorragend den Fisch in der Pfanne braten. Ja, cool. Also wenn wir jetzt noch einen schönen, ordentlich maßigen Fisch fangen, dann würde ich sagen, machen wir das auch direkt mal. Ne? Wäre ein schönes Mittagessen als Abschluss. Beste Mittagessenszeit. Und ansonsten war es auch schon ein extrem geiles Video, aber ich würde sagen, wir strengen uns an, am nächsten Spot jetzt noch einen Fisch zu fangen. Da oder? Geht vielleicht auch wirklich ein besserer, so ab 50 cm, genau, für die Küche mitnehmen können. Ja. Ja? Cool, hört sich gut an. Danke für den Einblick, Jörg. Ich würde sagen, auf zum nächsten Spot. Attacke. Wir beenden das Video jetzt hier an der Stelle. Ich meine, Ziel ist erreicht. Wir haben viel gelernt. Wir haben Einblick in Jörgs Ausrüstung und Jörgs Tasche bekommen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Und schreibt gerne mal in eure Kommentare, ob ihr schon den University-Kurs gekauft habt oder ob ihr die kostenlose Videoserie angeschaut habt. Wir freuen uns da sehr über das Feedback. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, schaut euch das auf jeden Fall an unter dem Video. Jörg, das war ein cooles Video. Danke ja, dir. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Waren coole 5 Stunden. Ne? Wo war das? In diesem Sinne, falls ihr den Kanal auch noch nicht abonniert habt, vergesst das auch nicht. Einfach kurz abonnieren, Glocke drücken und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Macht's gut. Euer Hubertus von Fishing King und euer Jörg. Ciao. Macht's gut. Tschüss.